Mal. Und hiermit auch herzlich willkommen zu Let's Play Hill Climb Racing. Nachgezählt einer Woche meines ersten Videos ist nichts passiert. Und habe ich meine Freundin nochmal gefragt, was ich Let's Playen sollte. Und ja, die haben mir einfach geraten, irgend so Arcade-Spiele oder so Minispiele halt zu spielen. Da hat mir selbst nichts mehr eingefallen, das habe ich einfach mal drauf gehört. Und das werde ich diesmal oder jetzt auch machen. Das heißt, eine 10-Minuten-Folge sollte nicht allzu lang sein, nicht allzu kurz sein. So, dann starte ich jetzt mal auch direkt. Mit 0 Cent am Start. Und im Hintergrund Musik, die ein bisschen schlecht ist, mache ich mal aus. Moment. Übrigens, das war Nero's Day Disneyland Action Winter Journey. Falls euch das interessiert, ich pack's nochmal in die Beschreibung. Ich weiß nicht. Moment. So. Spielmusik. Hoffentlich ist sie nicht zu laut. So, wir fahren hier mit unserem geilen Jeep. Durch die Landschaft müssen halt Münzen einsammeln und den größten Rekord halt machen. Einziger Sinn. Und das Auto kann man danach später upgraden. Schrägstrich sich neue Autos kaufen. Oder freischalten. Oh. Und je nach Levelbereich, zum Beispiel 200 Meter weit, der erste Rekord, jetzt kommt 400 Meter. Gut, das wird dann halt der zweite Rekord, den man dann macht. Und je nachdem, Punktzahl, Teilen, Dings, Tausender, bekommst du immer eine Belohnung. So, jetzt hat man es gehört, jetzt habe ich mir nämlich das Genick gebrochen. Ja, aber 9.955 Münzen gemacht, das ist für den Anfang richtig gut. So, entweder man kann sich das Auto upgraden, oder man kauft sich halt ein neues Auto, aber ich bevorzuge es abzugraden, deshalb mache ich das jetzt auch mal. Ich habe das Spiel als Kind gespielt und war da immer richtig gut. So, immer alles upgraden, Federung vor allen Dingen. So, versuchen wir mal unser Best. So, ich bin jetzt auch wieder bei, ja, glatt 300 Meter bin ich jetzt angekommen. So, hier war das Problem, war? Hier war das Problem. Genau. So, jetzt sehen wir uns beim neuen Rekord. Ich glaube, das ist die aktuellste Version, ich weiß es nicht genau. Aber naja, 8000 haben wir jetzt bekommen für den Rekord nach 400 Meter. Nein, 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 oh. Okay. Jetzt bin ich bei 518 Meter verreckt. Aber ich habe wieder ordentlich Münzen gemacht, deshalb kann ich nochmal was upgraden. Was upgrade ich denn? Ich mache mal Reifen. Oh. So, Video betrachten bringt 15.000, das mache ich jetzt mal nicht, weil es mir nichts wirklich, wenn es zu gecheatet wäre.
So, ich mache es einfach mal so und weiter geht's. So, ich will bis Level, was sind 5 oder 6 kommen. Also mein erstes Video war ja tatsächlich nicht so viel. Und auch nur erster Anfängerkram halt. Richtige YouTuber müssen Let's Playen, finde ich. Oder es gibt ja auch solche, die machen, das sind so musikalische, die machen halt so No Copyright Musik oder sowas halt. Daher, dass ich das halt nicht bin. Ich mache Let's Plays. Nach Wünschen sogar. Ihr könnt mir sogar in die Kommentare schreiben, was für ein Spiel ich spielen soll. Und das werde ich auch tatsächlich noch spielen. Kommt darauf an, was für ein Spiel es ist. So, wir sind jetzt bei neuem Rekord, 500 Meter, mal sehen, ob ich die 600 noch knacke. Ja, ich glaube, die habe ich im Sack. Die habe ich. Aber auch immer vorsichtig vorangehen, nicht einfach so auf Speed. Seht ihr, das passiert nämlich, wenn man auf Speed aufgeht. So. Wenigstens haben wir 17 Airtimes geschafft. Und damit nächsten 28.000 gefarmt. Und das Level 4 Upgrade für das erste Auto gemacht. So. Jetzt benutze ich, glaube ich, erstmal die Federung wieder. Und starte das nächste Mal. Man kann sich auch natürlich immer Karten freischalten. Das ist nicht die eine. Es gibt auch Weltraum, wo die Gravitation sich halt ein bisschen die Rolle spielt. Und Karten, wo weiß ich nicht. Eine Decke in der Höhle ist zum Beispiel. Wo man einfach gegenprallen kann, wenn man zu hoch springt oder sowas. Oder Looping-Orte oder so Gegenden. Und das geilste finde ich immer noch dieses Lava-Gebiet. Ich weiß aber nicht, ob ich das mal hatte. Ich habe es bei meinem Freund nämlich auch mal gespielt. Ups, was ist jetzt passiert? So, okay. Ich hasse diese Meldung. Moment. Der Akkustatus liegt bei 4%. Ich müsste gleich mal und so aufladen. Nein, schon wieder. Oh. Okay, wie viele Minuten habe ich denn? Also schon, ich habe gerade mal 7 Minuten und 17 Sekunden. So, ich kann es ja nochmal zeigen hier. Auf der Stufe findet man Hügelland, Wüste, Mond, Mars, Eishöhle, Wald, weiß nicht. Nachtdächer, Schrottplatz, Baustelle, Regenbögen, Geisterberge, Nordpol und Atomkraftwerk. Übrigens, ich mache keine Werbung, falls man es unten sieht. Wo wir hin wollen, ist die Autobahn, weil das ist die einer der besten Karten, die man so haben kann am Anfang.